herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit blauer Ansicht und ihr denkt euch jetzt vielleicht, was kommt jetzt? Wenn ihr den Titel schon gelesen habt, wisst ihr es ja. Ich habe die beiden angesetzt und was soll ich sagen? Beide haben gleichzeitig geleicht und die Babys sind gleichzeitig geschlüpft. Also richtig toll. Haben natürlich wieder den Supermond ausgenutzt oder die Vollmondphase. Das hat ja bei den letzten zwei Verpaarungen schon immer geklappt. Und ihr seht, es ist vielleicht ganz gering, das ist ja wieder das blaue Licht hier unten. Ich hoffe, dass die andere Lampe gleich mal angeht. Ich habe hier die Plastikboxen genutzt, ganz einfach, weil die Glas 12 Liter, die ich noch habe, waren mir zu klein für die Kurzflosser. Deswegen habe ich hier die Boxen vom schwedischen Möbelhaus genommen. Und ich hatte hier Pflanzen noch drin. Die sind gerade bei dem Mädel in der Einzelbox zwischengelandet. Und Pflanzen und Schalen und hier meine halbe Kokosnuss, die ich ja immer dafür benutze. Die hat hier mehrere Löcher, dass das Weibchen, wenn der Wasserstand so gering ist, dann schnell Luft holen kann und so weiter. Dann meine Röhrchen, die kennt ihr ja, die hängen sonst immer. Dann habe ich hier noch solche Kanälenröhren, die hatte mein Kumpel damals zersägt. Das sind die großen. Und die nutze ich immer zum Verstecken bei Verpaarungen. Und ihr seht ja, ein bisschen Laub ist auch drin. Ich habe diesmal nicht mal ein Seemandelbaumblatt genommen, sondern ganz normale Eichenblätter. Selbst gesammelt vor 2 Jahren sind die noch. Muss ich dieses Jahr unbedingt dran. Und Tiere habe ich nur mit meinen im Garten gefangenen Wasserflöhen angesetzt. Ja, ich bin ja hier jetzt lange am Reden. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Und ihr seht vielleicht schon, was für Fische es geworden sind, die Männchen. Dazu folgt aber dann nochmal ein extra Video. Es wird jetzt übrigens auch so sein, dass jeden Samstag um 12.15 Uhr im 2-Wochen-Rhythmus ein Video online kommt. Manchmal mache ich eine Premiere, dass ihr erinnert werdet. Dann abonniert gerne und aktiviert die Glocke, dass ihr das nicht verpasst. Dann bin ich nämlich die ersten Minuten öfters mal im Live-Chat aktiv, außer ich vergesse es selbst, weil super Wetter ist. Und ja. Jetzt zeige ich euch aber erstmal ein paar Bilder vor dem Schlupf. Viel Spaß!
Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Und das ist jetzt aktueller Stand, Tag 3. Oh, oh, oh. Das sind doch ein paar mehr, als ich eben dachte. Ich habe so mit 10 Jungtieren gerechnet. Ihr habt jetzt gerade meine erste Reaktion. Leider sieht man es nicht richtig, aber ich glaube doch. Och, ja, guckt mal hier die ganzen Augen, die einen angucken. Ist das nicht süß? Oh, ich liebe es. Ich freue mich so, dass ich das gemacht habe, ja. Und es ist dieses Männchen geworden. Der ist etwas, das ist der hellere. Aber das zeige ich euch dann nochmal gesondert. Die Tiere haben keine Schäden davon getragen. Ich bin so, so, so froh. Ihr seht, das Männchen hat nichts, das Weibchen hat auch nichts. Nicht mal eine eingerissene Flosse. Also meistens reißen ja dann die Flossen so ganz leicht ein. Gar nichts. Und hier beim Roten, gucken wir mal, erste Reaktion. Das war ja eigentlich mein Hauptaugenmerk. Ach, guck mal. Ja, wo ist es? Da. Ich hoffe, ich krieg's scharf. Aber hier dieses schlechte Licht. Ich hoffe, dass diese Lampe gleich mal angeht. Aber da ist eins. Die fangen schon an, waagerecht zu schwimmen. Die sind ein bisschen früher geschlüpft als die anderen, da dieser Punkt da. Da mache ich euch aber nochmal Makroaufnahmen von den Kleinen. Die schwimmen alle. Oh nein, wie süß. Oh, ich liebe es. Wie konnte ich darauf ein halbes Jahr lang verzichten? Ich weiß es nicht. Guckt euch das an. Nein, du sollst das da fokussieren. Genau, so. Nein. Mach mal eine Fokussperre rein und sie macht's nicht. Aber da, dieser Strich, seht ihr ihn? Vorne das Auge. Und hinten. Oh mein Gott. Okay, ich muss das Makro rausholen. Und gutes Licht aufbauen. Und ja, hier seht ihr dann mal das Männchen. Der hockt hier immer nur unten. Ich dachte erst, der hat alles gefressen und langweilt sich. Und jetzt gucke ich hier rein. Ganz viele Äuglein und die schwimmen alle schon frei. Ja, da die gleichzeitig geschlüpft sind, sobald die frei schwimmen, weil er kümmert sich rührend darum. Also danke, danke, danke für diese tollen Fische. Ich freue mich so. Ich hab's hin. Kleinkinder. Wenn man ein Kleinkind hat, liegt sowas hier rum. Wir füttern jetzt übrigens immer mit diesen Glasdingern. Vorher hatte ich hier die hier. Und wenn man das oft drückt, dann, naja, ich muss das überkleben. Dann hält das nicht mehr. Und jetzt haben wir diese Glasdinger. Verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Super praktisch für Lebensfutter. Also kann ich nur sehr empfehlen, weil hier die Öffnung auch relativ groß ist. Dass da auch Mückenlarven und sowas durchgehen. Ja, also nächster, die Vlogs fangen wieder an. Mit diesen beiden geschlüpft sind sie am 28.05. Und ja, ich freue mich, dass ihr uns wieder auf dieser Reise begleitet. Achso, wir haben hier 28 Grad, wieder über die Heizmatte, habe ich euch auch unten alles verlinkt. Ja, oben ist alles abgedeckt wegen der Jungtiere, dass sie keinen... Es sieht sehr abenteuerlich aus, Leute. Ja, ich weiß, ich muss mir mal was einfallen lassen, dass ich feste Verpaarungsbecken habe. Aber das reicht. Die Tiere verpaaren sich auch so. Und so hat man den Vorteil, dass es einfach zu reinigen ist. Bin ich ganz ehrlich. So ein Glasbecken muss man erstmal wieder hantieren und hin und her und... aufpassen, dass nicht kaputt geht und dass hier dieser Untergrund nicht zerkratzt an den scharfen Ecken, weil ein paar Ecken sind schon abgeplatzt bei meinem Verpaarungsbecken. Und ja, die 12 Liter sind einfach zu klein für Langflosser und die 25er sind ja alle besetzt. und die sind super praktisch, diese Boxen. Ja, ich freue mich, wie gesagt, es ist wieder sehr lang geworden, das Video, aber es ist ja der Einstieg, es ist das erste Video von dieser Nachzucht und die Videos der Fische kommen auf jeden Fall. Ich musste jetzt erstmal das Fotobecken vorbereiten und sowas, das habe ich nämlich in der Zwischenzeit gar nicht geschafft. Ich habe eigentlich gesehen, oh scheiße, es ist Vollmond und jetzt muss ich die verpaaren
Ach, das ist so niedlich. Guck mal. Er passt auf. Ach ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Kommentiert fleißig und wie gesagt, aktiviert die Glocke. Abonniert mich, weil es sind immer noch über 80% Nicht-Abonnenten. Und das ist kostenlos. Und somit können wir den Algorithmus auch ein bisschen austricksen, dass nicht immer die Videos nicht angezeigt werden. In diesem Sinne, macht's gut, ciao!